Der Rheinland-Pfälzische Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA droht der Landesregierung mit einer Klage, wenn sie nicht auf die angekündigte Schließung von Bars und Restaurants verzichtet. Das hatte DEHOGA-Präsident Gereon Haumann jüngst angekündigt. Begründet sieht man diesen Weg darin, weil dem Gastgewerbe der Kollaps droht. Rund 60% der DEHOGA-Betriebe im Land seien derzeit existenziell bedroht. Eine Falschmeldung über eine geltende Maskenpflicht auf Globus-Parkplätzen hat für viel Wirbel bei den Ordnungsämtern in Koblenz und Lahnstein gesorgt. Wie die Stadtverwaltungen mitteilten, waren auch in den sozialen Medien vermehrt Meldungen verbreitet worden, dass das Ordnungsamt Maskenkontrollen vor den Supermärkten in Lahnstein und Bubenheim durchführen würden. Die Folge: viele Anrufe bei Stadtverwaltung und Ordnungsamt. Die Stadt Koblenz erwartet in 2021 den ersten Haushaltsdefizit seit mehreren Jahren. Demnach würde der Minushaushalt rund 10 Millionen Euro umfassen. Der Haushaltsentwurf wurde am Donnerstag von Oberbürgermeister David Langner in der Ratssitzung präsentiert. Der große finanzielle Einschnitt ist dabei hauptsächlich der Corona-Pandemie zuzuschreiben. Gleich mehrere Corona-Fälle an Schulen hatte der Rhein-Lahn-Kreis am Donnerstag zu vermelden. Wie die Kreisverwaltung berichtet, wurden in Lahnstein sowohl an der berufsbildenden Schule als auch an der Realschule eine Schülerin und ein Schüler positiv auf Covid-19 getestet. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de.